Hey, ich bin Jackie und hier im Interior Lab gestalten wir eure Räume um. Wie ihr euch bewerben könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Heute geht es um den Balkon unserer Zuschauerin Marlin. Der ist nur kleine, feine 3 Quadratmeter groß, also ziemlich eng, und sie hat Probleme, Gemütlichkeit auf diesem Balkon zu zaubern. Ihr Wunsch ist es aber vor allen Dingen, den grauen Boden zu verschönern und auch ein paar Grünpflanzen einzubringen. Anhand meiner Zeichnungen zeige ich euch meine Ideen und wie wir das Beste aus diesem kleinen Balkon rausholen können. Ich stelle mir den Balkon erst einmal komplett leer vor und dann schauen wir, wie wir nach und nach die Gemütlichkeit einziehen lassen. Bei einem so kleinen Balkon ist es wichtig, mit platzsparenden Möbeln zu arbeiten. Und als Tipp, der Sichtschutz, den sie auch schon angebracht hat, der bringt auch immer Wohlfühlatmosphäre rein, sodass man sich nicht ganz so beobachtet fühlt. Der Sommer steht vor der Tür und den wollen wir natürlich auch einziehen lassen. Hier eignet sich die Trendfarbe Blau optimal. Deshalb habe ich mir überlegt, den Teppich in einem zarten Blauton zu wählen. Und im Außenbereich ist natürlich auch ein Outdoor-Teppich sinnvoll. Der hält auch mal einem Regenguss stand oder auch ein paar Flecken sind überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt den schrubben, saugen, wie auch immer. Er ist sehr, sehr robust und im Herbst müsst ihr ihn nicht in den Keller räumen. Ihr könnt ihn sehr, sehr gerne auch im Essbereich nutzen oder in der Küche, denn er ist für Innen und Außen geeignet. Bei den Textilien habe ich mich für Kissen und Decken entschieden. Auch wenn der Balkon ja ziemlich klein ist, ist es unheimlich wichtig, denn es bringt einfach nochmal Gemütlichkeit auf diesem Balkon. Und dazu sollten sie natürlich mit dem Blauton des Outdoor-Teppichs harmonieren. Marlins Wunsch war es vor allen Dingen, Pflanzen zu integrieren. Wir haben hier Pflanzen mit Naturkörben integriert. Das bringt auch nochmal die gewisse Leichtigkeit auf dem Balkon und dazu auch noch ein kleines Tablett. Und wer den Platz hat, kann gerne auch noch eine Vase integrieren mit farblich passenden Blumen. Ansonsten habe ich mir überlegt, eine Lichterkette zu integrieren. Das bringt immer unglaublich viel Gemütlichkeit und auch ein paar Windlichter und Solarleuchten dürfen nicht fehlen. Wenn wir uns den Balkon vorher anschauen, wirkt er nicht wirklich einladend. Und ich finde, wir haben mit 1-2 Handgriffen schon unglaublich viel Gemütlichkeit auf den Balkon gebracht. Und wenn ich das hier so sehe, glaube ich, muss ich auch einen kleinen Farbtupfer mit bei mir auf der Terrasse integrieren. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Liebe Marlin, ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Umgestaltung. Ihr habt auch einen Raum, den ihr gerne umgestalten wollt und wollt zusätzlich einen Einkaufsgutschein von Keyback gewinnen? Dann schaut doch mal in der Infobox vorbei. Da findet ihr alle Details, wie ihr euch bewerben könnt. Bis zum nächsten Mal.